Ach so, was man sich auch gleich gerne machen hätte, dass Tine sich so ein bisschen kritisch im Spiegel beäugt und mal so ein bisschen. Oh ja, ja, genau, ihre Haare nochmal so ein bisschen an sich rumkuppeln. Ich filme nicht, wie du mich filmst. Du filmst mich, wie ich dich filme. Ich dreh grad da nicht. Neuen Video von mir. Falls ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, macht der Titel vielleicht weniger Sinn für euch. Step 1: Aschenputtel bekommt heute die Haare schön. Und zwar, das ist ein bisschen konfuse Geschichte, aber ich versuche das euch jetzt mal einigermaßen verständlich zu erklären. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Und zwar lief vor einigen Wochen, Monaten ein Beitrag mit mir bei RTL.12. Kurze Zeit nachdem das ausgestrahlt wurde, habe ich eine E-Mail bekommen von RTL Exklusiv. Die würden ganz gerne einen Tag mit mir verbringen und so ein bisschen gucken, was ich so treibe. Ja, gut, jetzt sind die schon die Dritten, die das sehr interessant finden. Ich weiß nicht, ob offensichtlich, also offensichtlich ist der Alltag einer bloggenden Mutter sehr spannend fürs Fernsehen. Gut, also ich wehre mich dagegen nicht, ich finde das cool, ich mache da ja gerne mit. Also habe ich gesagt, ja sicher. Und im Vorgespräch hat die Redakteurin mich natürlich so gefragt, ja, was ich so mache, was ich so vorhabe, irgendwelche spannenden Sachen, die jetzt in nächster Zeit anstehen. Und dann dachte ich erst so, okay, oh, was haben die denn gedacht, was ich jetzt Spannendes mache? Wocheneinkauf, Frühjahrsputz und dann habe ich gedacht, okay, könnte ich ja ein bisschen so von dieser Aschenputtel-Cinderella-Idee erzählen. Und die Redakteurin selber ist auch Mutter und die hat das, wie viele von euch auch, ja, konnte sie das nachvollziehen, was ich ihr da erzähle. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, es wäre natürlich voll cool, so, wenn sie dann mitkommen, weil ich wollte sowieso zum Friseur. So, ne? Und ich hätte die Anfrage an Great Lengths oder so gestellt. Jetzt hat sich das so ergeben. Und ich habe dann Great Lengths angeschrieben und habe gesagt, hört mal, das ist meine Idee. Wollt ihr mich da unterstützen oder nicht? Und habe natürlich auch erwähnt, dass dass ein Kamerateam mich an dem Tag begleiten würde. Und das hat man wahrscheinlich der Anfrage auch noch so die Sahne oben drauf. Ne? Und dann haben sie gesagt, klar, unterstützen wir dich. Ich meine, die haben ja mit mir schon zweimal was gemacht und man kennt sich. Und ich finde das ganz toll, dass die mir da helfen und mich da ein bisschen unterstützen auf dem Weg zur Cinderella. Und ich kann das total verstehen, wenn ihr das jetzt kacke findet, weil ich das so ein bisschen ausnutze, dass ich jetzt, ne, diese Kontakte habe und dass ich so eine Bloggerin bin und das gewöhnliche Aschenputtel hat jetzt nicht die Möglichkeiten. Und das ist, oh, das kann ich natürlich auch total verstehen, wenn ihr das, ja, blöd findet, ne? Also das weiß ich nicht. Na, vielleicht gönnt ihr mir das, weil ich ohne Witz das Geld dafür nicht hätte momentan. Und ihr kennt das, ne? Strom nachzahlen, Klassenfahrt der Kinder und alles kommt immer an einem Monat, alles kommt gleichzeitig. Und dann muss das Auto zur Inspektion und dies und das. Und dann hat man irgendwie nie Geld, um das mal zurückzulegen und schon gar nicht für sowas, ne? Und deswegen, also es wäre toll, wenn ihr mir das gönnen würdet und wenn ihr jetzt nicht sagt so, ne? Und ja, für alle, die sich mit mir freuen, danke ich. Ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Krefeld wieder zum Salon Bern. Das ist ein wirklich fantastischer Friseur. Also falls ihr hier aus der Umgebung seid, dann müsst ihr da auf jeden Fall mal hin. Das ist wirklich ein richtig, richtig guter Friseur. Die haben richtig Check und richtig Ahnung von dem, was sie machen. Und da war ich auch letzte Woche bereits und hatte natürlich schon ein Vorgespräch, was wir jetzt mit meinen Haaren anstellen. Und ich hatte eigentlich eine Vision,
aber ich wurde ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Die kennen mein Haar, das sind die einzigen, die in den letzten Jahren überhaupt an meinen Haaren waren. Und die haben, als ich da reingekommen bin, haben die gesagt, deine Haare sehen wirklich gut aus, die haben sich wirklich erholt, weil ich hätte ja viel mit Färberei gemacht, ne? Also viel blondiert. Und das habe ich ja in den letzten, ich glaube, anderthalb Jahre nicht mehr gemacht. Also ich hätte keine Farbe mehr und keine Blondierung. Das ist jetzt ganz viel meine eigene Haarfarbe, die rausgewachsen ist. Und viel graues Haar. Also erschreckt euch jetzt. Ich habe meine Haare nur, die sind jetzt nicht gestylt, die sind nur gewaschen und geföhnt. Das sieht jetzt nicht wirklich schön aus, aber weil ich gleich eine Tönung bekomme, ja, lohnt sich das jetzt? Das hätte ich jetzt nicht gelohnt, sie mir jetzt großartig die Haare zu machen. Und also meine Vision war, irgendwas Schönes in einem tollen, helleren Ton. Also ich wollte ein bisschen heller werden, weil ich dachte, das lässt mich wieder ein bisschen jünger aussehen und frischer. Aber dann dachte sie gleich, können wir machen, dann sind, deine Haare, vor Ihnen. Dann sind deine Haare aber leider wieder hinüber. Also sagte sie, würde das nicht ohne Bauchschmerzen machen. Und ja, deswegen bleiben wir dabei. Macht auch Sinn, ganz ehrlich, weil ich gar nicht die Muße habe, weil sobald man heller wird oder blond wird und man ist nicht von Natur aus so hell, hat man halt ständig diesen Ansatz. Man muss also ständig färben und das ist total blöd und das sieht ganz schnell ganz ungepflegt aus. Und dann bin ich ja wieder da, wo ich gar nicht hin wollte. Also, wir wollen ja besser aussehen. Wir wollen Zeit sparen. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt. Mhm. Dann. So, jetzt kann ich euch endlich die Geschichte erzählen. Also, theoretisch hätte man ja gestern putzen können. Ne? Alles, ich habe auch den ganzen Tag aufgeräumt, weil wenn Fernsehen kommt, dann sollte man ja wenigstens einmal feucht durchwischen. Und ich habe mir gedacht, ach, machst du das lieber morgen früh in Ruhe? Weil das gestern auch schon wieder so spät geworden ist, weil ich noch tausend andere Sachen gemacht habe. Und ja, dann habe ich gesagt, machst du dann morgen früh, direkt nach dem Aufstehen. Und so geil. Natürlich heute, morgen, im Stress, in der Eile, ich hätte eh schon irgendwie rumgebummelt, geht mir der verdammte Wischmopp kaputt. Da bricht mir der Stiel ab. Der ist einfach so. Was zur Hölle, habe ich mir gedacht. Und dann musste ich echt in den Katakomben unserer Rumpelkammer rumwühlen und suchen, um noch so einen beknackten Mob zu finden, der aber so blöd war, so breit, dass meine Wischblätter da nicht, also diese Mob-Dinger, ne, diese, wo man da so reinpackt, das hat nicht gepasst. Oh, ich will den Kaffee auf, da musste ich da so rumtricksen. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall zu spät dran. Grandios, echt super grandios. Und ja, dann outfitmäßig ist das auch eher so suboptimal, würde ich mal sagen. Aber ich musste ja irgendwas finden, was so halbwegs nach was aussieht und was ich nicht in den letzten Beiträgen anhatte und was noch passt und nicht dreckig ist oder kaputt oder irgendwie. Und ich habe, wie gesagt, momentan nicht die Knete übergehabt, um mir jetzt irgendwelche fancy Klamotten zu shoppen. Und ja, deswegen ist das jetzt hier so eine improvisierte Geschichte. So ist das, ne? So ist das Leben. Aber ich bin, glaube ich, gleich da. In 3 Kilometern, also ja, ein paar Minuten komme ich auf jeden Fall zu spät. Und ja, ich habe den aufregenden Tag heute, dieses nehme ich euch mit, das ist so ein bisschen Follow My Day und Haare machen Day. Okay, also wir sehen uns gleich wieder bei in Krefeld im Salon Bär. Bis gleich. Ach so, was man sich auch vielleicht gerne nochmal hätte, nee. Dass Tine sich so ein bisschen kritisch im Spiegel beäugt und mal so ein bisschen, oh, ja, ja genau, ihre Haare nochmal so ein bisschen an sich rumzuppelt. Ja, bevor wir jetzt schon quasi Hallo gesagt haben, oder ist das, sie sitzt schon und guckt. Ja, genau, sie sitzt schon und guckt dann so ein bisschen angewidert. Naja, ja, aber weißt du, wie wir das halt so machen, wir Frauen, so ein bisschen so, ja, so. Bad Hair Day. Bad Hair Day, ganz genau. Ja, toll. Danke.
weil ich vorhin so eine ganz fiese Kante noch vor dem Waschbecken gehabt hätte. Okay. Ihr kommt jetzt auch auf YouTube, das ist euch bewusst, ne? Verdammt. Oh, nicht da fallen. Nee, nee. Kannst du ein bisschen näher ranrutschen? Ja. Wäre das Wichtige gewesen. Vielleicht noch ein bisschen, aber an die linke Seite von ihr. Was? Das ist ja das Lustige, die Leute im Fernsehen machen sind ja meistens gescheust. Ja, in der Redaktion jetzt für meine Reportergeschichte. Man sieht ihn ja gar nicht, man sieht nur den Bart. Ich brauche den Kollegen. Okay. Und ich will nicht. Von mir aus könnt ihr jetzt einmal die Kamera nochmal dahin stellen wieder. So, Frau Bern, dann. Ja. Was machen wir denn heute mit mir? Wir werden einen Sombrelook erarbeiten. Was ist ein Sombrelook für die Mädchen, das, die das nicht für wissen? Für die Mädchen, die das nicht wissen, das heißt, dass der Verlauf von dunkel zu etwas heller wird. Aber nicht ein krasser Verlauf, sondern ein weicher Verlauf. Okay. Wir werden hier oben die störenden naturblonden Haare erstmal vorher entfernen. Okay. Und einfach mehr Glanz hier am Oberkopf einbringen. Und dann werden wir in der Farbe 08 Strähnen in der 45er Länge einsetzen. Ja, ich weiß nicht. Bing. Sorry. Oh, jetzt. Wir werden einen weichen Farbverlauf erarbeiten, von dunkel nach heller. Ja. Das heißt, wir werden die störenden silbergrauen Haare oben erstmal entfernen. Und was heißt entfernen? Rupfen wir die raus? Nein. Die werden wir eintönen. Und etwas mehr Glanz auf die Haare geben, weil sie sehen doch jetzt sehr stumpf aus. Und werden dann Strähnen in der 45er Länge einarbeiten. Okay. Zusätzlich, damit es also schön was Außergewöhnliches ist, werden wir Federn einsetzen, die sehr schön sind. Diese Federn kann man also wirklich auch mit waschen, mit stylen. Und die sind von der Qualität her sehr gut. Die werden wir im vorderen Bereich an beiden Seiten einsetzen. Ich hatte die Federn ja schon ein paar Mal, ja. Auch in bunt und auch in diesen natürlichen Farben. Also meine Zuschauer, ihr kennt es eventuell schon. Und das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ja. Also die Frau, die jetzt zu Hause ist und die ersten grauen Haare hat und die möchte die jetzt loswerden. Jetzt geht sie los in die Drogerie. Also was würdest du ihr empfehlen? Tönen, färben? Ja, am besten gar keine Drogerie. Ne? Okay. Nee, aber es kommt auf den Grauanteil. Wenn es nur einzelne graue Haare sind, dann reicht eine Tönung. Und ansonsten, wenn es schon echt viel ist, dann muss man die schon färben. Muss man sonst noch irgendwas beachten? Eine Einwirkzeit dann länger? Ja, bei den Drogerieprodukten, das ist ja sowieso immer so ein bisschen anders als jetzt bei den Friseurprodukten, deswegen da kann ich jetzt nicht so. Okay. Ich weiß es nicht. Also da ist es halt ein bisschen variabel da. Ne? Also bei uns wirken die halt meistens 25 Minuten ein. Und ist das dann länger oder kürzer? Oder bei genauso? Drogerieprodukten normalerweise, also meistens kürzer. Sehr geil. Ich habe vorhin gefragt, was sie denn jetzt an Tönung genommen haben und dann dachten sie, ja, wir haben hier so ein bisschen was gemischt. Unter anderem hier dieser Ton, den ich hier euch gerade zeige, ist tatsächlich jetzt auch beigemischt, um den Rotstich in meinen Haaren zu neutralisieren. Das ist die Komplementärfarbe, das haben sie dann da reingemischt. Zusammen mit dunkelblond und mittelblond und ganz vielen verschiedenen anderen Farben. Jetzt ist das hier frisch betönt, aber wie gesagt noch ungestylt. Und jetzt bekomme ich gerade die Extensions dran, wo Ultraschall. Könnt ihr was sehen? Ich filme dich, wie du mich filmst. Du filmst mich, wie ich dich filme. Ich drehe gerade da weg. Speckrolle. Genau.
das schon mal gemacht. Vielleicht. So, meine Lieben, Phase 1 ist abgeschlossen. So, die erste Phase, Aschenputtel kriegt die Haare schön, ist somit erledigt. Wie ihr seht, habe ich mich entschieden für einen Sombre-Look. Das habt ihr ja auch vorhin schon im Video gehört, ne, wie wir das alles besprochen haben. Ein ganz sanfter Verlauf. Also mir wurden auch hier tatsächlich die Haare gefärbt, denn die grauen Haare mussten ja weg. Und schaut euch mal, wie die glänzen. So schön. Und die ganzen grauen Haare sind jetzt weg und das ist so toll. Und zu den Spitzen hin wird es so ganz sanft, ein bisschen heller, aber nicht zu doll. Und weil ich gesagt habe, okay, ja, das ist zwar ganz schön, ich sehe auf jeden Fall schon mal eine Veränderung dadurch, dass die grauen Haare weg sind, aber das reicht mir nicht, weil ich bin einfach nicht so ein langweiliger, furztrockener Typ, ihr wisst das. Ich muss noch ein bisschen mehr mit meinen Haaren machen, als nur lang und die Farbe schön. Ne? Deswegen habe ich mich nochmal entschlossen, ein paar von den Federn mir reinmachen zu lassen. Das ist ja, das kennt ihr schon, das ist jetzt nichts wahnsinnig Neues für euch, aber vielleicht sind da ja doch noch ein paar Zuschauer dabei, die das noch nicht gesehen haben. Das sind echte Federn, die, ja, die werden angebracht, die kann man auch waschen, die kann man glätten und locken und alles. Das sind ganz viele verschiedene Farben, die gibt es auch. Ich habe mich jetzt entschieden für Farben, die zu meiner Haarfarbe passen. Es gibt aber auch richtig knallige und grelle Farben in Pink und Blau und Grün. Also wenn ihr da ein bisschen mehr Farbe in eure Haare bringen wollt, aber jetzt nicht so Bock habt auf 0815 farbige Strähnen, dann ist das auf jeden Fall eine Alternative. Ich verlinke euch mal hier was. Es gibt nämlich auch ja, quasi Clip-In-Federn. Ne? Also man muss sich die nicht anschweißen. Okay, also es ist auf jeden Fall, also ich, jetzt Sommer und Frühling kommt und finde ich finde es schön. Es ist jetzt mehr Pocahontas, weniger Cinderella, aber Prinzessin ist Prinzessin, ne? Also ich bin mega glücklich und vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare, für euer tolles Feedback. Ich bedanke mich auch für die tolle Unterstützung von Great Lengths, die mir das ermöglicht haben und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!